Moin, heute mit Herger Arms Germany. Auf dem Koffer steht Made in Italy. Hätte man auch schöner lösen können. Spaß beiseite. Wir haben von Herger, warum haben wir bei Herger Waffen bestellt? Wir haben, das Schlimme an Herger ist eigentlich nur, dass die gerade zur Steel Challenge dieses Jahr die Ausschreibung eröffnet haben und die so schnell voll war, dass ich es gar nicht geschafft habe, mich da anzumelden. Weil dummerweise war ich gerade schießen, als diese Ausschreibung aufgemacht wurde und als ich wiederkam vom Schießstand, war die Ausschreibung schon voll. Shit happens. Fahren wir halt als Supporter von irgendjemand hin, der es vielleicht geschafft hat, auf diese Liste zu kommen. Zur Waffe. Hera bietet ja jede Menge Kletteredetsch außenrum, Individualisierungsmöglichkeiten und und. Nachdem wir ein paar neue hatten, haben wir gedacht, komm, probierst du doch mal was aus in 223, was entweder super ankommt oder die nächsten 10 Jahre auf einen Käufer wartet. Das wissen wir noch nicht. Aber ich wollte schon immer mal was in Zombie-Grün haben. Und so circa 12 Wochen, 12 bis 14 Wochen nach der Bestellung kam die dann auch. Das ist okay, weil es halt nicht schwarz ist und weil es halt anders ist. Und man hat ja auch gesagt bekommen, dass es ein bisschen länger dauert. Herrer Arms, Made in Germany, Koffer, Made in Italy. Ja, gar nicht so tragisch, aber steht hier halt voll drauf und du guckst so, so da drauf. Deswegen finde ich das schon wieder lustig. Egal. So, gucken wir mal, was im Koffer drin ist. Ich weiß nicht, ob man die Farbe schon sieht. Gucken wir erstmal nach dem Kofferinhalt. Da kommt also ein ganzes Paket mit. Das ist nur hier. Das hier ist nur Schutzfolie. So, das Herra Goodie Bag. Also nicht nur Goodie Bag, sind auch die Magazine drin. Gucken wir mal rein, was da so alles drin ist. Katalog von 2020 mit einer Waffe, die 2021 geliefert wird. Ja, aber ist halt so, ist wahrscheinlich auch noch gültig. Müssten wir dann nachfragen, wenn es so ist. Wie geht das Schloss? Egal. Ein Posterle. 762. Naja, jetzt haben wir die Aero für das Long Range Ding. Echt jetzt? Das ist die Bedienungsanleitung. Also zusammengetackert. Ich weiß, das hat nichts mit der Waffe zu tun, aber das muss dann auch nicht sein, meine Meinung. Aber weiter zu den tollen Sachen. Picatinny-Adapter hätte ich mir jetzt in der Farbe der Waffe gewünscht. Wenn ich schon die Waffe in der Spezialfarbe habe, dann hätte ich auch gerne den Adapter in der Spezialfarbe, aber er ist dabei. So, wir haben zwei Magazine.
Jetzt ist natürlich wieder interessant, was wir ausprobieren werden. Man liest sehr, sehr viel, aber manchmal liest man auch zu viel im Internet, was alles gut läuft und was alles nicht läuft. Aber das probieren wir selber aus. Haben wir ja genug Magazine da. Ein anderer Federnsatz mit einem Zettelchen dabei. Geht. Zur sportlichen Nutzung wurde dieses Gewehr mit einem Tuning-Federnsatz mit reduziertem Abzugsgewicht ausgerüstet. Das probieren wir später direkt mal aus. Sollten Sie militärische Abzugsgewichte wünschen, empfehlen wir den Einsatz der beiliegenden Standard-Abzugsfedern. Das finde ich wiederum gut. Da brauchst du auch gar keine schöne Anleitung dazu. Das ist, finde ich, super. Andere tauschen es aus und behalten den Rest. So ist der richtige Weg. Wenn du es austauschst, dann gibst du die Originalsachen auch mit. Finde ich korrekt. Sollte auch so sein. Ist leider nicht immer so. Irgendwas? Kuli. Patch. Finde ich toll. Schön. Kleinigkeiten, finde ich super. Das mit der Feder und dem sportlichen Abzugsgewicht, das testen wir gleich. Wie gesagt, das hätte ich gerne in Waffenfarbe gehabt, ist aber nicht so tragisch. Magazine sind dabei, Bedienungsanleitung, Poster sind dabei. Bedienungsanleitung finde ich, geht gar nicht. Aber, wie gesagt, hat nichts mit der Waffe zu tun. Nur, ich kann mich über sowas aufregen, auch wenn es. Aber die wird mit Sicherheit bald besser. Da bin ich überzeugt von. Die Leute da sind übrigens alle sehr, sehr nett und sehr, sehr freundlich und zuvorkommend, wenn man da was braucht oder was hat. Die kümmern sich meistens gleich. Jetzt packen wir das Goodie-Bag hier mal weg. Genug gebrasselt. Und gehen direkt mal an die Waffe, damit wir hier euch nicht zu viel Zeit rauben. Zombie Grün ist cool. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf dem Video so richtig gut rauskommt, diese Farbe. Wir haben die Waffe in Zombie-Grün bestellt. Einfach mal zum Ausprobieren, wie das so aussieht. Das sieht jetzt in erster Instanz richtig gut aus. Wie lange das hält, steht auf dem anderen Blatt. Was ich ein bisschen tragisch finde, ach so, das ist eine Herrer 223. Die Restbezeichnung habe ich vergessen, weil ich nur auf die Farbe fixiert war. Also Herrer Halbautomat Kaliber 223 mit einem Sportabzug laut Anleitung CCS-Schaft. Ihr habt vorne schon eine Bremse drauf. Hätte ich jetzt gedacht, dass das schlimmer aussieht. Aber das sieht echt gut aus. Also sieht aus, als müsste es so sein. Zombie Gun. Der Kernische Verschlussfangtest. Muss dann nur noch klappen. Ja. Ist jetzt nicht. Haut mich jetzt nicht vom Hocker. Aber habe ich auch schon schlimmer erlebt. Aber ich finde halt die Farbe so geil. Was ich merke hier ist, wenn. Ich habe hier hinten was mit. Keine Ahnung. Müsste man mal gucken. Herr baut keine schlechten Waffen. Das wissen wir, denke ich, alle. Der Sportabzug ist ein Sportabzug, behaupte ich jetzt einfach mal. Oh ja, der ist gut, der ist toll, der macht Spaß. Kannst du natürlich auch zur Rehwildjagd mitnehmen.
Wenn du das aber irgendwo verlierst, findest du es wahrscheinlich nicht wieder. Probieren wir mal, was die Sonde zum Abzug sagt. Einmal genullt. ,7 Kilo, bis der Kern merkt, dass der Verschluss nicht zu ist. Fangen wir es nochmal an. Erster Versuch, 1892 Gramm. Ich muss dazu sagen, fühlt sich tatsächlich leichter an. Zweiter Versuch, 1833 Gramm. Ich weiß gar nicht, ob man das erkennen kann, aber die Zahlen stimmen, insofern ich mich nicht verlese. So, noch einmal genullt. Letzter Versuch, 1796 Gramm. Die Wahrheit liegt also wahrscheinlich irgendwo so bei 1800 Gramm. Alles in allem, bei allem Gebrassel von vorhin, finde ich das Ding toll. Wie sich es auf dem Stand schlägt, müssen wir ausprobieren. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Zombie-Grün gewünscht, so das Ding in ganz grün oder so, weil es ja schon fast ein bisschen langweilig wieder jetzt, so mit den ganzen schwarzen Teilen. Aber das gibt es halt nun mal nicht, weil das irgendwie Spritzguss ist oder so, dann kommt das Teil ja schon in grün. Trotzdem, vielleicht kann man da ja was mal anders machen. Mal gucken. Und jetzt gefällt es mir noch besser, wenn wir noch einen FDE-Schaft dran machen und einen FDE-Griff. Also so gefällt mir echt. Der Abzug macht wirklich Spaß. Hingegen der Messung kommt einem das viel, viel leichter vor. So finde ich sie einfach schöner. Je bunter, desto besser. Da könnte man ja jetzt noch sowas könnte man zum Beispiel noch drauf machen. FDE war alle, haben wir gedacht, nehmen wir unsere alte bekannte rote Montage. Da ist jetzt ein Vortex Diamondback Tactical drauf. 4 bis 16 mal 44. Finde ich persönlich auf 100 Meter vollkommen ausreichend für Präzision. 200 Meter auch noch. Ab 300 Meter würde ich auf was anderes gehen. Natürlich kannst du damit auch mal auf 300 Meter schießen, aber wenn du das dauerhaft machst, solltest du was anderes nehmen. Also, ich finde ja, bunt ist the new black. So, und das ist dann quasi black. Zombie, FDE, Rot, Schwarz, Hera, 223, Halbautomat. Warum denn nicht? Vielleicht gibt es ja irgendeinen, der das tatsächlich genauso witzig findet wie ich. Thank you.